Ich denke, es ist mal wieder eine Zeit für ein kleines Update und wenn dich das interessiert, dann dranbleiben. So, Tag Nummer 2 hier an der Baustelle. So, Tag Nummer 2 hier an der Baustelle und wir haben hier einen Krach, genau. Jetzt sind wir aus Sekt ein bisschen da unten. Der baut da eine kleine Fassade. Und ja, wir haben die ganzen Einweis- oder Vorstoßprofile montiert. Das Ganze vorbereitet zur Montage. Wir sind mal wieder auf einem von unseren Baustellen, und zwar einen Kindergarten. Das sieht man so ein bisschen im Hintergrund. Ja, und dürfen hier Sockelbleche machen mit 1 mm Edelstahl. Ja. Hier liegen sie. Da haben wir 100 Laufmeter zu montieren. Da geht es hier immer so ringsum einmal. Oben sieht man es noch. Haben wir auch schon mal gearbeitet. Da geht es dann nachher weiter. Also Kindergarten auf mehrere Etagen. Jo, jede Menge Wandanschlüsse. Gut, ja, so sieht es aus bei uns. Seid ihr mal wieder auf dem Laufenden. Einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie alles so geht. Und ja, wir haben laufend Projekte, wo man die Kamera mitnehmen. Ist halt ein bisschen schwierig immer, dass man sich da auch einen Kopf macht hier und dass das Ganze auch Sinn macht. Muss man ja immer dran denken, während dem Arbeiten, wenn man dann sowieso schon einen stressigen Tag hat, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. Drum bleibt auch manchmal das Filmen hier auch ein bisschen auf der Strecke. Gut, aber wir bemühen uns, wir bleiben immer dran und nehmen die Kamera mit, wo ihr natürlich auch schauen könnt. Das ist hier auf Instagram, da gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr zu gucken. Da haben wir immer wieder mal so kleine Stories, die wir da immer wieder zeigen und da seid ihr dann wirklich auch meistens immer aktuell, was unsere Projekte so betrifft. Und was ihr auch machen könnt, ist es bei uns der Community beitreten, der Spengler TV Community. Dann könnt ihr da natürlich auch so ein Newsletter abonnieren, der kommt immer unregelmäßig in gewissen Abständen, ohne zu nerven. Also wenn es wirklich was gibt oder wenn irgendwas ansteht, dann melden wir uns bei euch. Braucht ihr keine Angst haben, dass wir euch da irgendwie zumüllen mit irgendwelchen Nachrichten. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen für das Video nach oben und oder nach unten, wie ihr wollt. Abonniert den Kanal hier auf YouTube und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Meisterbook für Spengel TV.